Wir haben gerade beeindruckende und bewegende Bilder gesehen. Bilder von Leidenschaft, Bilder von Volksnähe und Sachkompetenz. Wir haben Franz Josef gesehen, den Begründer dieser großen Tradition, der die Tradition der Bayerischen Volkspartei wieder aufgegriffen hat, kraftvoll, pointiert, charismatisch. Und natürlich gehen mit diesen Bildern bei mir viele Erinnerungen durch den Kopf. Ich werde nie vergessen, wie Franz Josef Mitte der 80er Jahre einmal mit einer außerordentlichen, schmerzhaften Ischias-Entzündung hier in Passau gesprochen hat. Es gab für ihn keine Alternative, andere zu schicken. Er hat trotzdem eine große Rede gehalten. Kaum jemand hat seine Schwierigkeiten von vorne gesehen. Aber ich war ganz nah dran und ich habe gesehen, welche unglaublichen Schmerzen er hatte. Aber meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, das ist Passion, das ist Leidenschaft, buchstäblich sozusagen auch über die Grenzen zu gehen. Und das ist die CSU, meine Heimat, anpacken, nach vorne gestalten. Und das Jammern, das Nörgeln, das überlassen wir den anderen. Das ist deren Spezialität, aber damit werden sie Bayern niemals regieren. Und liebe Freunde, man kann heute noch nicht zur Tagesordnung übergehen. Manfred Weber hat das getan, ich will das auch tun. Am Montag sind mir auch noch andere Bilder und Erinnerungen persönlich sehr nahe gegangen. Und sicherlich Ihnen allen auch. Die Nachricht vom Rücktritt unseres bayerischen Papstes hat mich tief bewegt, auch ein bisschen traurig gemacht. Ich bin dankbar und habe tiefen Respekt für sein Wirken als Papst, Kirchenführer und Theologe. Es passt zu diesem großen, bescheidenen Mann, dass er die Zukunft der Kirche über seine Person stellt, meine Damen und Herren. Die Wahl von Kardinal Josef Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. Hatte aber, und das darf ich noch erinnern, mehr als eine theologische Dimension. Sie war für mich der endgültige Abschied der Nachkriegszeit für Deutschland. Dass die katholische Kirche, die 1,4 Milliarden Menschen unter der Kirche in der Kirche vereint, dass diese katholische Kirche nach all unserer Geschichte einen Deutschen als Stellvertreter Christi auf Erden bestimmt, das war auch ein riesiger Vertrauensbeweis für unser Land. Und das wird leider von vielen Deutschen und vielen Kritikern, die päpstlicher sind als der Papst, viel zu wenig gesehen. Und etwas ganz Besonderes ist die Beziehung des Papstes zu seiner, zu unserer Heimat. Er hat einmal gesagt, als er hier in Bayern war, 2006, und er hat es wiederholt: Mein Herz schlägt bayerisch, in meinem Amt gehöre ich der Welt. Wir danken ihm für die Verbundenheit und Liebe zu unserem Bayern, auch in seinem weltumspannenden Amt. Und ich wiederhole das, natürlich ist das immer
angreifbar, aber in meinen Augen, nach 500 Jahren der erste deutsche Papst, in meinen Augen ist Papst Benedikt der größte Sohn Bayerns in seiner über 1000-jährigen Geschichte. Wir, die christlich-soziale Union, so heißen wir, und wir sind stolz und dankbar, und wir wünschen ihm aus vollem Herzen Gottes Segen. Nun, liebe Freunde, zurück zur Politik. Irgendwelche Großpolitiker von der Opposition, die Namen sind Schall und Rauch. Was haben die wieder gesagt? Was will denn die CSU mit dem alten Stoiber? Ich kann dazu nur sagen, ja, ich gehöre zur Generation 70 plus, wie man das heute so schön nennt. Aber, meine Damen und Herren, ich habe immer noch mehr politische Fantasie und Energie als dieser müde Haufen der bayerischen Opposition. Und es ist, ich meine, da unterscheide ich mich von meinem früheren großen Partner Heiner Geißler. Es ist für mich immer klar, wenn meine CSU, wenn meine politische Heimat in einem so bedeutenden Wahljahr mich ruft, erneut mitzumachen, dann bin ich da, da kann ich nicht zum Skifahren gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da bin ich bei euch. Das ist doch gar keine Frage. Auch heute hat sich ja wieder ein buntes Häuflein von Politikern auf den Weg nach Bayern gemacht, um ein Stück Glanz von der Aufmerksamkeit unseres politischen Aschermittwochs abzubekommen. Früher hätte ich mir die Einzelnen vorgeknöpft, aber ich bin ja auch Ehrenvorsitzender, da bin ich ein bisschen milder geworden. Deshalb nur so viel. Der Fasching ist zwar vorbei, aber wenn ich mir ansehe, habt ihr jetzt gerade Bilder gesehen, wie krampfhaft manche diese Aschermittwoch-Importe einmal im Jahr Volksnähe zeigen wollen, dann wirkt das auch nach dem Fasching immer noch wie verkleidet. Ich gebe denen einen guten Rat. Legt die Verkleidung ab. Das war früher nichts. Das wird heute nichts. Und im September wird es schon gleich gar nichts. Ihr werdet Bayern nie verstehen. Bleibt lieber zu Hause. Die CSU braucht keine Aschermittwoch-Importe. Die CSU muss sie nicht verkleiden. Und wie hat es Franz Josef gesagt? Beim Aschermittwoch denkt doch niemand an irgendeine bayerische Opposition. Aschermittwoch, das ist CSU pur. Aschermittwoch und CSU, das gehört zusammen. Das ist das Original hier in Passau. Und
in Vilshofen. In Vilshofen, wo wir im Wolferstädter Keller unsere große Aschermittwoch-Tradition geprägt haben. Hat ja heute der selbsternannte Kandidat für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten einen Gast aus Nordrhein-Westfalen zu Hilfe gerufen. Ob ihm das was nützt, meine Damen und Herren, da wollen sich anscheinend zwei Stützen, die weit hinten liegen. Und Per Steinbrück ist ja wie ich Ministerpräsident AD. Wir waren Kollegen, allerdings nur 3 Jahre, dann ist er in Nordrhein-Westfalen abgewählt worden. Damals, meine Damen und Herren, damals hätte ich mir ja viel vorstellen können. Aber dass Per Steinbrück mit seiner Bilanz als Regierungschef von Nordrhein-Westfalen einmal zu uns nach Bayern kommt und uns sagen will, wie es geht, das hätte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich kenne Per Steinbrück gut, viele Jahre, und ich schätze ihn auch persönlich. Das sage ich auch ganz offen, auch hier in Passau. Als ehemaliger Kollege grabe ich nicht wieder das alte Kriegsbeil früherer Zeiten aus. Ich will hier nicht zu hart mit ihm umspringen. Doch eines muss man einfach feststellen. Als Finanzminister und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen hat Steinbrück, und da werde ich allergisch, in 5 Jahren mehr Schulden aufgehäuft als Bayern in seiner ganzen Nachkriegsgeschichte. Und da traut sich der, hierher zu kommen und uns Ratschläge zu erteilen. So geht's nicht. Ich weiß, mit den Einzelheiten wird sich dann Horst Seehofer auseinandersetzen. Das ist heute sein Job. Und er wird ja auch natürlich nach mir die großen Linien unserer Politik darstellen. Ich möchte hier in Passau nur einige grundsätzliche und übergreifende Anmerkungen machen. Auch das hat unseren Aschermittwoch immer ausgezeichnet. Wir sind eine regional begrenzte Partei. Aber wir haben einen bundesweiten und einen europaweiten Anspruch. Im Gegensatz zu anderen schauen wir auch über die Münchner Frauentürme hinaus. Und die größte Sorge, nach wie vor, vielleicht nicht mehr so virulent, die die Menschen haben, ist die Sorge um den Euro. Es ist die Sorge um ihr Geld, unser Geld, um die Sparkonten, um die Renten, um die geronnene Lebensleistung. Und meine Damen und Herren, was hat es nicht im letzten Jahr, und das muss man fairerweise auch hier machen, eine kleine Bilanz ziehen, was hat es nicht im letzten Jahr für Diskussionen gegeben? Die einen, ich nenne keine Namen, die einen wollten den Euro am liebsten aufgeben. Was für ein populistischer Wahnsinn. Unser Wohlstand in Deutschland ist auf Exporte ausgerichtet, nach Europa und in die ganze Welt. Unser Wohlstand würde zusammenbrechen. Die anderen, die gerade in Vilshofen auftreten, würden am liebsten alle Schulden in Europa übernehmen. Dazu darf es niemals kommen, weil uns das völlig überfordern würde. Und meine Damen, meine Herren, der Aschermittwoch ist keine Folklore,
sondern ist eine zugespitzte politische Auseinandersetzung. Und deswegen sage ich, Steinbrück und Trittin wollen am liebsten Eurobonds. Sie wollen am liebsten die Schulden der anderen übernehmen. Mit uns, mit Angela Merkel und Horst Seehofer wird es das niemals geben. Und da bitte ich auch, ihn zu unterstützen. Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, wir Deutsche sind solidarisch. Aber auch eine Solidargemeinschaft trägt erst, in einer Solidargemeinschaft trägt erst einmal jeder für sich selbst die Verantwortung, was er tut und was er getan hat. Es gibt in den betroffenen Ländern nach wie vor großes Vermögen, großes privates Vermögen. Die Italiener, meine Damen, meine Herren, die Italiener haben ein größeres Gesamtprivatvermögen als wir Deutsche. Ich bin bestimmt kein Anhänger von Zwangsabgaben, aber bevor die deutschen Arbeitnehmer und die deutschen Steuerzahler über Eurobonds für den Club Med einspringen müssen, sollen erst einmal die italienischen, die griechischen, die spanischen Millionäre und Milliardäre dort ihren solidarischen Beitrag leisten. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank haben im letzten Jahr weder die DM, die D-Mark-Nationalisten noch die Europa- oder Euro-Fantasten in Deutschland regiert. Gott sei Dank regieren CDU, CSU. Und Gott sei Dank regiert Angela Merkel. Der Euro ist nicht zusammengebrochen. Deutschland haftet nicht für die Schulden der anderen. Angela Merkel setzt mit Horst Seehofer schrittweise Reformen und den Abbau der Schulden durch. Und siehe da, auch das muss man sagen, es geht langsam, aber Stück für Stück voran. Eine schwierige Aufgabe. Seit dem letzten Sommer haben jetzt wieder italienische, spanische, portugiesische, griechische Anleger weit über 100 Milliarden Euro wieder in ihren eigenen Ländern angelegt. Das ist ein Fortschritt. Länder wie Irland, Portugal oder Spanien haben große Fortschritte gemacht. Auch Griechenland hat sein Haushaltsdefizit entscheidend gesenkt und die Wettbewerbsfähigkeit ist langsam gestiegen. Bei den Lohnstückkosten beträgt die Differenz zwischen Nord- und Südeuropa jetzt nur noch 20%, das waren schon einmal 50%. Alle Krisenländer konnten, wenn auch im bescheidenen Maßstab, ihre Exporte steigern. Wir haben, ich sage das, meine Damen und Herren, und ich befasse mich damit mehr als intensiv, aber ich sage auch zu Ihnen, wir haben meines Erachtens das Schwerste hinter uns, aber es ist zum Teil ein sehr harter Weg, den vor allen Dingen die einfachen Leute in Südeuropa für verfehlte Politik in den letzten 20 Jahren in ihren eigenen Ländern bezahlen und leider bezahlen müssen. Und Anfang, meine Damen und Herren, liebe Gerda Hasselwald, das hat mich sehr beeindruckt. Du hattest in deiner Klausurtagung nach Kreuth den gegenwärtigen Ratspräsidenten und den jetzigen Ratspräsidenten und irischen Premierminister Enda Kenny eingeladen. Ich war dabei. Das hat mich interessiert. Meine Damen und Herren, beachtlicher Vortrag. Aber einmal ist es in der Landesgruppe ganz still geworden und das müssen wir einfach auch mit aufnehmen. Es ist still geworden, als er davon berichtete, er sei auch ein demokratisch gewählter Politiker. Und was würden Sie sagen, hat er die Abgeordnete der CSU gefragt und angeschaut. Wenn Sie jetzt in Ihrem Land, Wahl hin oder her, die Renten um 18% senken müssten, die Löhne im öffentlichen Dienst um 17% senken müssten
und gleichzeitig die Mehrwertsteuer um 3% erhöhen müssten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein schwerer Weg. Wir müssen das auch konzidieren, dass das ein schwerer Weg ist. Aber ich sage auch noch einmal, und das ist ganz wichtig, die Verantwortung für die Situation, in der diese Länder stecken, die Verantwortung liegt in Dublin, sie liegt in Athen, sie liegt in Rom, sie liegt in Madrid, sie liegt in Lissabon und sie liegt nicht in Berlin. Und das muss auch immer wieder deutlich gesagt werden. Ich konnte es. Meine Damen und Herren, ich kann das, glaube ich, ein bisschen beurteilen. Das sind die schwierigsten Verhandlungen, die Angela Merkel in Brüssel führt. Ihre Kollegen am Brüsseler Verhandlungstisch haben natürlich vor allen Dingen unser Bestes im Sinn, unser Geld. Und wenn es, Horst, wenn es 2 Uhr früh wird oder 3 Uhr früh, dann hat vielleicht schon der eine oder andere Regierungschef ein kleines Stoßgebet zum Himmel gerichtet und gesagt, liebe Deutsche, schickt uns doch bitte den Steinbrück. Da tun wir uns leichter, dann bekommen wir von euch endlich richtig Kohle. Und das, meine Damen und Herren, darf nie passieren. Das wissen die Deutschen auch. Und liebe Freunde, die Welt hat sich immer gedreht, die Welt hat sich immer verändert, aber die Änderungen in der Welt sind, und so spüre ich das, schon massiv geworden. Und die CSU hat in Passau immer auch über den Tellerrand hinausgeschaut. Auch das gehört zum Erbe von Franz Josef Strauß. Die transatlantische Freundschaft, die enge Verbindung zwischen Amerika und Europa, hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entscheidend dazu beigetragen, dass wir in Freiheit, in Sicherheit und in einem größer werdenden Wohlstand leben konnten und leben können. Die CSU hat diese transatlantische Freundschaft ganz erheblich mitgestaltet. Wie oft hat in der Nibelungenhalle Franz Josef Strauß darüber gesprochen? Aber wie sieht es heute aus? US-Präsident Obama, der vor allen Dingen in Europa am meisten bewundert wird, hat auch gestern in seiner großen Rede, State of Union, den Pazifikraum zum Priorität Nummer 1 erklärt. Er bezeichnet die USA als Pazifikmacht. Die atlantischen Partner treten dabei ein bisschen in den Hintergrund. Und diese asiatisch-pazifischen Länder machen heute schon mehr als 40% der Weltbevölkerung aus und 60% des gesamten Weltumsatzes. Was bedeutet es für uns, wenn die USA schon in einigen Jahren kein Öl mehr importieren müssen, kein Gas mehr importieren müssen, sondern Exporteur von Gas und Öl werden und damit nicht mehr zu den Saudis müssen? Wenn sie aus dem Nahen Osten kaum mehr Rohöl oder Rohstoffe brauchen, wie verändert das die Welt, meine Damen und Herren? Und natürlich ist heute, das ist jetzt nicht das Hauptthema beim Aschermittwoch, aber wir merken natürlich, die Welt ist seit gestern gefährlicher geworden. Die Welt ist gefährlicher geworden, weil wir drauf und dran sind, eine neue Atommacht zu bekommen, das schreckliche Nordkorea. Und was passiert, meine Damen und Herren, wenn ein solches Land eine Atomwaffe hat? Mit Trägerraketen ist es fast nicht mehr verletzlich. Da würde sich die Welt sehr schnell verändern und deswegen immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir brauchen natürlich das transatlantische Bündnis und wir brauchen die Amerikaner, denn nur sie können überhaupt in diesem Prozess etwas bewegen mit unserer Hilfe, aber alleine können es die Europäer nicht. Und das, meine Damen und Herren, aber ich sage auch, es gibt für uns Europäer auf diese internationalen Entwicklungen nur eine Antwort. Geschlossenheit, so schwer das ist.
Eine europäische Position bei den G20 hat ein ganz anderes Gewicht als drei verschiedene nationale Positionen. Da muss es uns Sorge machen, was derzeit an nationalen Gegensätzen in Europa aufbricht. Wir Deutsche sind die stärkste Wirtschaftsnation. Und wir haben vielleicht auch gegen unseren eigenen Willen heute eine Führungsaufgabe in und für Europa. Aber ich sage, das ist keine Einbahnstraße. Was über Angela Merkel und über uns Deutsche in der griechischen, teilweise in der spanischen, in der italienischen und in der englischen Presse zum Teil zu lesen ist, ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Wir helfen, aber wir sind nicht schuld an deren Misere. Und den Vogel schießt hier Silvio Berlusconi ab. Der hätte ja eigentlich gute Gründe, sich zurückzuhalten. Was dieser Bunga-Bunga-Ministerpräsident im Kulturland Italien angerichtet hat, ist unglaublich. Aber dass er jetzt wieder hinter dem Ofen hervorkommt, das Volk aufhetzt und Angela Merkel auf das Übelste beleidigt, das ist alles andere als Kavaliere. Ich kann nur hoffen, dass ihm das italienische Volk bei den anstehenden Wahlen endgültig die rote Karte zeigt. Und meine Damen und Herren, da mag ja der eine oder andere Italiener, vielleicht hat sich sogar hier einer verirrt, da mag ja der eine oder andere Italiener sagen, was geht denn die denn so? Was mischst du dich da ein? Ich sage, meine Damen und Herren, das ist in der Zwischenzeit europäische Innenpolitik. Wenn ein Land schludert, zahlen alle anderen mit. Wenn ein Berlusconi in Rom noch einmal das Sagen hat, dann betrifft das nicht nur die Italiener, dann bezahlen wir alle damit. Und deswegen wischen wir uns hier ein und sagen ganz deutlich, was die Folge ist, wenn dieser Ministerpräsident noch einmal Italien regiert und Unsicherheit und wirtschaftliche Krise in Europa heraufbeschwört. Deswegen ganz klar unsere Position, auch hier von Aschermittwoch in Passau in Richtung Süden. Und ich meine, dass auch die Regierungschefs der anderen Länder und vor allen Dingen die Spitzen aus Brüssel viel stärker in die Hauptstädte der Länder gehen müssen, um dort auch mit denen zu diskutieren und im Grunde genommen sich auseinanderzusetzen. Liebe Freunde, wie oft habe ich hier an diesem Rednerpult gestanden und mit Blick auf die rot-grüne Regierung gerufen? Sie kennen meinen Satz noch: Avanti, dilettanti. Die können es nicht, die müssen weg. Damals war Deutschland der kranke Mann Europas. Deutschland war im Wachstum und in der Arbeitslosigkeit Schlusslicht in Europa. 5 Millionen Arbeitslose, blaue Briefe aus Brüssel. Seit 8 Jahren regieren wir jetzt in Berlin. Und wie sieht es heute aus? Deutschland ist vom letzten auf den ersten Platz durchgestartet. Wir sind die Lokomotive. Ohne Deutschland stünde Europa am Abgrund. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir stehen noch nicht auf sicherem Terrain. Deshalb muss ich heute im Jahre 2013 mit Blick auf Rot-Grün sagen, nicht mehr Avanti, sondern Attenzione, Achtung, Dilettanti. Attenzione, die können es immer noch nicht. Die dürfen auf keinen Fall hin. Schauen wir uns doch einmal an, was die mit Deutschland vorhaben.
Ich sehe vor allen Dingen eines, darüber wird leider zu wenig debattiert: Steuererhöhungen, Steuererhöhungen, Steuererhöhungen. Im letzten Jahr hat Deutschland sage und schreibe Bund, Länder und Gemeinden über 600 Milliarden Euro eingenommen. So viel wie noch nie in Deutschland. Und da fällt SPD und Grüne nichts anderes ein als Steuererhöhungen. Vermögensteuer, Abgeltungssteuer erhöhen, Einkommensteuer erhöhen. Ich sage Ihnen, das ist ein Armutszeugnis. Die Bürger sind insgesamt belastet genug. Der Staat muss schlicht und einfach mit seinen über 600 Milliarden Euro auskommen. Das ist für mich die Losung, die einfach gelten muss. Und wir müssen die Bevölkerung auch davor warnen, sich Sand in die Augen streuen zu lassen. Rot-Grün behauptet ja immer, man wolle 30 Milliarden mehr Steuereinnahmen machen zugunsten der sozialen Gerechtigkeit und dafür nur die Reichen belasten. Das ist die permanente Botschaft von Herrn Steinbrück, der heute das Gegenteil in der Steuerfrage sagt zu dem, was er als Finanzminister in der Großen Koalition vertreten hat. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine große Volksverdummung. Die Leidtragenden dieser Pläne sind die vielen Millionen Menschen der Mittelschicht. Das ist das Schlimme an der rot-grünen Steuerplänen, dass sie genau das in Gefahr bringen, was Deutschland so stark macht, unseren leistungsfähigen Mittelstand, die Mitte unserer Gesellschaft, Bürger wie ihr, die sich unendlich anstrengen, für sich und die Familien den Lebensunterhalt zu erarbeiten und die nicht auf den Staat setzen oder vertrauen. Das ist doch die Stärke Deutschlands. Und wenn unser Land stabil bleiben soll, dann muss man diese Mitte unterstützen und ihr nicht ständig Knüppel zwischen die Beine werfen. Denn was bedeutet denn Vermögensteuer? Klingt ja alles sehr gut. Sie bedeutet, dass Betriebsvermögen, das schon einmal versteuert ist, noch einmal in der Substanz besteuert wird. Auch wenn man keinen Gewinn macht, muss die Substanz besteuert werden. Und gleichzeitig haben wir doch aus der Wirtschaftskrise gelernt, dass die Betriebe mehr Eigenkapital brauchen. Das passt doch bei den Linken hinten und vorne nicht zusammen. Das kostet letzten Endes Arbeitsplätze. Und deshalb sage ich, die dürfen nicht hin, weil sie es immer noch nicht können und nur ideologisch angehen. Die deutschen Sozialdemokraten sind ja erklärte Bewunderer der französischen Sozialisten. Aber jetzt sage ich mal, meine Damen und Herren, wir sind stärkste Nation in Europa. Wir können doch als Tabellenführer nicht plötzlich die Taktik der hinteren Mannschaften übernehmen. Das macht doch keiner. Und deswegen, die CDU und die CSU müssen an der Regierung bleiben. Und wie gesagt, meine Damen und Herren, der Euro ist sicherlich ein großes Thema. Aber ich will ein anderes Thema aus der Fülle herausgreifen. Und es ist auch schon kurz angerissen worden. Eine andere große Debatte findet derzeit wieder einmal über die Familienpolitik statt. Der neueste Schrei, Sie haben das gelesen, ist eine sogenannte Studie, die unter dem Strich erklärt, die Familienpolitik ist zu teuer und rechnet sich nicht für den Staat. Große Veröffentlichung im Spiegel vor 14 Tagen. Wer springt gleich drauf? Der große Familienpolitiker Steinbrück. Wisst ihr eigentlich, wer diese Studie gemacht hat? Wirtschaftsforscher aus der Schweiz. Die müssen es ja wissen.
Die Schweizer Wirtschaftsforscher sind für unsere Familienpolitik ungefähr so geeignet wie Berlusconi als Gleichstellungsbeauftragter. Und natürlich dauert es keinen Tag. Das ist auch Politik, meine Damen und Herren. Darüber wird leider in unseren Talkrunden zu wenig darüber geredet, weil Oberflächlichkeiten wichtiger sind als die knallharte Auseinandersetzung mit den wirklichen Themen. Und jetzt sage ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte Ihnen zugute, dass er das vielleicht gar nicht gelesen hat. Da heißt es tatsächlich, ich meine, Christine Haderthauer hat das ja auseinandergenommen, aber ich möchte einen Punkt hier mal deutlich machen. Da schreiben die tatsächlich in ihr Gutachten hinein, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Wirtschaftsforscher. Und da diskutiert die ganze Union, die ganze Politik darüber. Da Mütter bei einer Kindergelderhöhung weniger arbeiten, entgehen dem Staat Steuereinnahmen. Ich wiederhole das nochmal, keine Kindergelderhöhung. Denn Kindergelderhöhung bedeutet, die Frauen arbeiten weniger und wenn sie weniger arbeiten, entgehen dem Staat Steuereinnahmen. Bravo, kann ich da nur sagen, eine tolle Erkenntnis. Und es ist unglaublich, welches Menschenbild hier vertreten wird. Ich sage klipp und klar, das wird ein Thema werden. Familien sind keine Aktien. Kinder sind keine Lohnnebenkosten. Und Frauen sind keine Gebärmaschinen, die am besten vom Kreissaal gleich wieder in die Fabrikhalle gehen sollten. Wo leben wir, dass wir solche Studien überhaupt in Auftrag geben bzw. diskutieren? Familie und Kinder sind ein Wert an sich. Die Erziehung, der Zusammenhalt, die Pflegeleistungen, die Sicherung unserer Altersversorgung. Diese großen Leistungen der Familien stabilisieren und erhalten unsere Gesellschaft. Kinder erfahren in den Familien in erster Linie Bindung und Vertrauen. Die wichtigste Lebenserfahrung überhaupt. Und meine Damen und Herren, ist das von diesen großartigen Wirtschaftsgutachtern bewertet worden, berechnet worden? Viele funktionierende Gemeinwesen haben in der Geschichte der Menschheit sich dadurch ausgezeichnet, dass sie zwei Gruppen besonders achten. Alte Menschen mit großer Lebenserfahrung und Mütter. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte durch. Was wären wir denn für eine Gesellschaft, wenn wir Mütter nur noch nach dem Beitrag zu den Steuereinnahmen bewerten würden? Es ist die Aufgabe der christlich-sozialen Union, dieser Kampagne offensiv dagegen zu halten, meine Damen und Herren. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner mehr. Und deswegen, lieber Horst, ich danke dir. Ich gratuliere dir, das war ein schwieriges Feld, zur Durchsetzung des Betreuungsgeldes. Du weißt, es war meine Idee, von dir immer mitgetragen und für dir dann 6 Jahre später durchgesetzt. Und jeder weiß, wie schwer das war. Aber ich sage auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist sozusagen das Familienbild, das wir haben wollen. Jede Frau soll für sich entscheiden und entscheiden können, was sie macht, wie sie die Kinder erzieht, wie der Staat sie unterstützt, ob sie selber viel mehr macht, etc. Das ist doch keine Angelegenheit des Staates.
in dem ganzen Gutachten kommt immer zum Ausdruck, die Erziehung müsste im Grunde genommen möglichst verstaatlicht werden und sollte eigentlich gar nicht mehr den Eltern primär zugeteilt sein. Dagegen müssen wir uns wehren, meine Damen und Herren. Und ich sage auch ganz deutlich, und damit das keiner falsch versteht, ja, die Bayern, 70% der Frauen in Bayern sind berufstätig. Bayern ist auch hier in der Pole Position. Wir respektieren alle persönlichen Erfahrungen und alle Bedürfnisse. Und die Zeiten, in denen Mütter, die nicht bei ihren Kindern zu Hause geblieben sind, als Rabenmütter bezeichnet wurden, das ist längst vorbei. Aber es kann doch nicht sein, dass heute die Mütter als Rabenmütter gelten, die zu Hause bei ihren Kindern bleiben und eine riesige Leistung für unsere Gesellschaft erbringen. Diese Diffamierung, der müssen wir uns in den Weg stellen. Und meine Damen, meine Herren, da geht es noch um viel mehr. Da geht es um die Frage Splitting, da geht es um die Frage Ehe, da geht es um die Frage, wie Ehegatten zueinander stehen. Wenn wir diese Dinge nicht, wenn wir im Grunde genommen nicht den Wert des Grundgesetzes, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates, wenn wir im Einzelnen nicht dazu stehen, meine Damen, meine Herren, Deutschland würde sehr schnell anders ausschauen, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Und jetzt trinken wir mal. Liebe Freunde, der Bayerische Rundfunk hat kürzlich in einer Studie festgestellt, das werfe ich immer den anderen vor, sage und schreibe 98% der Bevölkerung leben gerne oder sehr gerne in Bayern. 85% der Leute sagen, in Bayern ist die Lebensqualität höher als in den anderen Bundesländern. Die Finanz- und Wirtschaftsdaten unseres Freistaates sind glänzend. Ob Sie nach Deutschland schauen, nach Europa oder hinaus in die Welt, Bayern präsentiert sich immer als ein Beispiel, ich will nicht sagen Vorbild, aber in gewisser Weise wie eine Insel der Seligen. Ich sage das mal auch hier ungeschützt. Sie wissen, dass ich seit 2008 in Europa bin. Und ich bin natürlich heute mehr in Europa unterwegs als früher. Und wenn ich in Bologna, in Lissabon, in Madrid, wenn ich gar in Athen bin, meine Damen und Herren, dann merkst du natürlich die Niedergeschlagenheit der Leute. Und wenn du zurück in die Heimat kommst, dann merkst du, wir sind von dieser Krise nicht betroffen. Und ich sage noch einmal, da müssen wir dankbar sein. Alle miteinander haben wir das geschafft, aber auch die CSU in all den Jahrzehnten, wo sie die politischen Rahmen in entscheidender Weise geprägt hat. Und meine Damen und Herren, das sind alles Werte, die können andere Länder, da können andere Länder einpacken. Und einpacken kann auch die Opposition in Bayern. Denn diese Zahlen zeigen ganz deutlich, dass die Opposition in Bayern völlig an den Menschen vorbeiredet. Die verstehen das bayerische Lebensgefühl nicht. Sie kennen Bayern nicht und sie können Bayern nicht, meine Damen und Herren. Und jetzt weiß ich ja, ich weiß ja nicht, ob diese Studie des Bayerischen Rundfunks auch in New York gelesen wird. In New York, meine Damen, meine Herren, da lebt ja gegenwärtig der begehrteste Fußballtrainer der Welt, Pep Guardiola. Er hatte die freie Wahl. Er hätte nach Mailand gehen können. Er hätte nach London gehen können. Er hätte nach Paris gehen können. Für das doppelte Geld. Er hätte an jeden anderen Ort gehen können. Und meine Damen und Herren, und wo geht er hin? Wo geht er hin? Nach Bayern, meine Damen und Herren. Nach Bayern. Und warum geht der nach Bayern?
Warum geht er nach Bayern? In erster Linie natürlich, weil er zu einem sehr gut geführten, bestgeführten Verein der Welt kommt. Aber das alleine ist es nicht. Der Mann ist verheiratet, der Mann hat 3 Kinder. Und er hat sich genau überlegt, wo gehe ich denn hin? Wo läuft es wirtschaftlich? Läuft es wirklich so gut da in Mailand oder in Madrid oder in Lissabon? Wo gibt es keine Schuldenkrise? Wo kann man sicher leben, Joachim? Wo bekommen die Kinder eine gute Bildung? Wo ist die soziale Struktur intakt? Wo gibt es eine schöne Landschaft und eine reiche Kultur? Wo sind die politischen Verhältnisse stabil? Und was ist die Antwort? Pep Guardiola kommt nach Bayern, Johnny König, da gibt es ja diesen jungen Künstler, der meine Transrapid-Rede sozusagen betrommelt hat. Der Johnny König, den habe ich eingeladen. Der ist auch heute hier, meine Damen und Herren. Und ich habe ihn eingeladen, damit er als junger Mann außerhalb Bayerns Bayern kennenlernt. Wo kann er das besser tun als hier? Unsere Toleranz, unsere Gastfreundschaft, unsere Stärke, unser Selbstbewusstsein. Deswegen, Johnny, alles Gute, wir werden uns danach noch sprechen. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, der FC Bayern und das Land Bayern haben im Grunde ein ähnliches Erfolgsmodell. Wir haben solide gewirtschaftet. Wir haben solider gewirtschaftet als andere. Wir sind nicht mehr in die Kreditabteilung gegangen, sondern, meine Damen und Herren, wir sind zur Festgeldabteilung gegangen. Wir sind für die konservative Haltung auch belächelt und von manchen hart kritisiert worden. Ich wollte immer, als ich die Verantwortung getragen habe, dass Bayern niemals abhängig wird in ihrem Haushaltsgebaren von anderen. Und wir haben am Ende Recht behalten. Und heute stehen wir so gut da wie niemand sonst in Europa. Wir sind da, wo die anderen hinwollen, sagt Angela Merkel. Und der ausgeglichene Haushalt, da gab es noch keine Eurokrise und noch keine Schuldenkrise durch Griechenland. Der ausgeglichene Haushalt ist heute das Markenzeichen Bayerns und das Markenzeichen der CSU. Und ich freue mich sehr, dass die ganze CSU das so verinnerlicht hat. Schaut euch die anderen Länder an. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben dieselbe bundesdeutsche Konjunktur. Und was machen sie? Über 3 Milliarden Schulden im Haushalt. Das ist griechische Politik in Deutschland. Oder ich muss das zurücknehmen, meine Damen und Herren. Ich muss mich bei den Griechen entschuldigen, die reißen sie in der Zwischenzeit an dem Riemen. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen machen jetzt die frühere griechische Politik bei uns in Deutschland und immer darauf hinweisen, und die wollen in Bayern das Sagen haben. Niemals, meine Damen und Herren. Und Bayern ist das Gegenmodell. Lieber Horst, es ist absolut richtig, dass du nicht nur Bayern Schulden im Haushalt schuldenfrei halten willst, sondern dass du bis zum Jahre 2030 die Vision hast, alle Schulden abzubauen. Das ist eine Vision und das ist die Verantwortung für die Zukunft. Und da haben die anderen weit und breit nichts dagegen zu setzen, aber auch gar nichts. Ich verfolge natürlich die Landespolitik nach wie vor mit Interesse oder großem Interesse. Ich mische mich nicht ein, aber ich kann ja nicht anders, als das natürlich auch mit großer Intensität weiter zu verfolgen. Das Einzige, was ich von der Opposition immer wieder inständig höre, wie man mehr Geld ausgeben kann, wie man aber Bayern wirtschaftlich stark hält, wie man Generationengerechtigkeit schafft, wie man der Jugend ein intaktes Land übergibt, das hören wir davon nie, davon spricht nur Seehofer mit seiner Regierung. Und meine Damen und Herren,
Die CSU ist auch deshalb seit Jahrzehnten so erfolgreich, weil sie weiß, die gute Lage heute ist keine Garantie für morgen. Das Wohlfühlen von heute sichert nicht den Wohlstand von morgen. Und in einer sich dramatisch verändernden Welt, in der so viele nach vorne wollen, ist Stillstand Rückschritt. In jeder Generation müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Meine Damen und Herren, ich sehe mit gewisser Sorge, ich meine, wir haben gerade Franz Josef Strauß erlebt. Er ist mir immer im Ohr gelegen als junger Mann. Wir sind ein armes Land, wir haben nur 25% Exportanteil am Bruttosozialprodukt. Wir brauchen einen großen Flughafen. Was waren das für Kämpfe, meine Damen, meine Herren? Er hat es durchgesetzt. Sie wissen heute, wie schwer es ist, neue Infrastruktureinrichtungen zu schaffen. Ich lese, meine Damen und Herren, mit großer Sorge aus den Gründen der Infrastrukturpolitik, mit welcher Leidenschaft die Türken jetzt daran gehen, einen Flughafen bis zum Jahre 2017, 2018 zu bauen, der doppelt so groß ist wie Heathrow, der mit 90 Millionen Passagieren und letztlich ausgelegt auf 160 Millionen. Und Sie wollen, meine Damen, meine Herren, die große Brücke im Grunde genommen von Europa in den Pazifik sein. Alle, die dann von München oder von Frankfurt nach Asien oder nach Amerika fahren, sollen dann in erster Linie über Istanbul fahren. Wir müssen solche Dinge registrieren. Die Welt verändert sich. Die Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, war richtig. Aber wir müssen auch heute mutige Entscheidungen treffen, wenn wir morgen vorne bleiben wollen. Und das ist sozusagen mein Credo. Meine Damen und Herren, ich komme, meine Damen und Herren, zum letzten Teil. Und ich mache einen gewaltigen Sprung. Denn beim Thema Dynamik denkt man nicht unbedingt an den Oberbürgermeister von München. Und das ist auch sein Problem. Er hat als Oberbürgermeister die Altersgrenze erreicht. Und jetzt hat er Angst vor dem Ruhestand. Das kann ich ja irgendwie verstehen. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn man als Kommunalpolitiker und ausschließlich als Kommunalpolitiker mit dann 66 Jahren noch professionelle Bundes- und professionelle Europapolitik lernen soll. Das ist eine andere Liga. Er will da in einem Alter hin, wo ich aufgehört habe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, ich muss schon sagen, mutig, mutig. Ich weiß ja, wovon ich rede. Knapp 10 Jahre war ich Minister, bevor ich mir das höchste Amt in Bayern zugetraut habe. Es reicht nämlich nicht, dass man das Amt unbedingt will. Man muss es auch können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist etwas, man muss es auch können. Und ich glaube, meine Damen, meine Herren, Horst Seehofer, und wir kennen uns seit Jahrzehnten, hat auch gespürt, welches Ausmaß an Einsatz das Amt des Parteivorsitzenden und des Ministerpräsidenten erfordert. Und er macht es mit Liebe und mit Freude. Und als Ministerpräsident habe ich ja viele Jahre mit dem Oberbürgermeister ordentlich zusammengearbeitet. Bei vielen Gelegenheiten kamen wir zusammen. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass er jemals irgendwie auch abstrakt einen Beitrag zur Landes- oder Bundespolitik in all seinen Reden damals gemacht hat. Und das, meine Damen und Herren, zeigt natürlich, das geht nicht so einfach. Es muss auch jemand da sein, der dieses Amt mit seiner ganzen Kraft ausfüllen kann. Und die SPD liegt ja dank des Ude-Effekts bei stattlichen 20%. Vielleicht auch darunter. Aber er will jetzt eine Dreierkoalition bilden.
So was nannte man früher italienische Verhältnisse. Und wohin die geführt haben, das können Sie ja sehen. Und ich sage, meine Damen, das ist völlig klar, dass in einem so großen Land wie Bayern die Bürger nicht immer mit allem zufrieden sind, was wir machen. Meine Damen und Herren, es ist völlig klar, dass auch Fehler gemacht werden. Fehler von uns, jeder Einzelne macht Fehler. Aber es ist für Bayern, und das will ich immer wieder am Aschermittwoch sagen, ein unschätzbarer politischer Vorteil, dass das Land eine eigene Partei hat. Eine Partei, die hier ihre Wurzel und ihr Zentrum hat. Eine Volkspartei, die in vielen kleinen und großen Fragen auch spezifisch bayerische Interessen in Berlin vertritt, auf Augenhöhe. Andere, die in Bayern Politik machen, müssen ihre Anliegen erst bei ihrem Bundesvorsitzenden vortragen und darauf hoffen, dass sie nicht vergessen werden. Ein bayerischer Ministerpräsident, deren Chef Sigmar Gabriel wäre, oh mein Gott, kann ich da nur sagen, oh mein Gott. Was dann passieren würde, das sieht man ja auch beim Wahltermin. Ich sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist für mich, und ich bin sehr froh, dass man sich darauf verständigt hat, Bayern ist etwas Selbstständiges. Die bayerischen Probleme, die bayerische Politik, die bayerischen Fragen haben es nicht verdient, im Grunde genommen unter dem politischen und Diskussionsschirm der Bundespolitik irgendwie nicht richtig gewürdigt zu werden. Deswegen ist ein gemeinsamer Wahltermin zwischen Bayern und Deutschland unbayerisch, und deswegen zwei Termine. Und deswegen, das ist die entscheidende Frage. Hier werden die bayerischen Themen behandelt und danach die Bundesthemen auseinander. Und deswegen gratuliere, dass das auch hier so gelungen ist. Meine Damen und Herren, auch das zum Schluss. Bayern fährt definitiv am besten mit einer eigenen Partei für die Regierung. Eine Drei-Parteien-Koalition in München würde in Berlin kein Bein auf die Erde bringen. Darauf hoffen doch schon manch andere Länder, die gerne mehr vom bundesdeutschen Kuchen hätten. Die anderen verdrehen die Augen, wenn die Bayern wieder ihre Interessen durchsetzen. Und meine Damen, meine Herren, das kenne ich nicht nur aus dem Stadion, sondern das kenne ich auch in der Politik, wenn es da oft genug heißt, zieht den Bayern die Lederhose aus. Und da muss man schon selbstbewusst sein und Kompetenz haben, den Verhandlungstisch als Sieger zu verlassen. Und meine Damen, meine Herren, lieber Horst, ich stelle mir vor, der Oberbürgermeister von München würde mit den anderen Ministerpräsidenten über den Länderfinanzausgleich reden. Bei der Position, den Positionen, die dieser Mann hat, er kritisiert ja die CSU dafür, dass wir die 3,9 Milliarden Finanzausgleich reduzieren wollen. Da kann ich nur sagen, gute Nacht Bayern. Da wird was rauskommen. Und meine Damen und Herren, da wird heute wahrscheinlich wieder überall geredet werden und gesagt werden, ja, ja, der Stoiber und der Seehofer haben doch dem bestehenden Finanzausgleich zugestimmt. Ja, was soll denn eigentlich das für ein Argument sein? Vor 14 Jahren haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht die letzte Änderung erzwungen. Wir haben unseren Beitrag um über 400 Millionen Euro reduziert, den bayerischen Beitrag. Und meine Kollegen, meine damaligen Kollegen auf der Ministerpräsidentenkonferenz, ich will sie jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen, die haben damals heilige Eide geschworen, dass sie sich anstrengen würden, dass das eine Grundlage wäre jetzt für ihre größere Anstrengung und dass sie den Abstand verringern. Und was ist denn draus geworden? Wir sind stärker geworden, die sind schwächer geworden. Das heißt, jetzt muss es auf die Füße gesetzt werden und es muss neu verhandelt werden. Und deswegen wünsche ich hier viel Vergnügen. Und meine Damen und Herren, viel Vergnügen. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass die, die sich anstrengen, die, die im Grunde genommen das größte Wirtschaftswachstum erarbeiten, am Ende die Dummen sind, die davon immer weniger haben, weil sie immer mehr Ausgleich zahlen müssen. Und es wird, meine Damen und Herren, auch zu wenig beachtet,
auch von den öffentlichen Beobachtern, dass diese famose Dreierbündnis hinten und vorne nicht zusammenpasst. Die Freien Wähler, deren Anhänger ja absolut anständige Leute sind, sind doch in vielen Fragen weiter entfernt von Rot-Grün als die CSU. Deswegen lehnen ja auch 85% ihrer Anhänger dieses Dreierbündnis ab. Da wird sicherlich auch heute wieder große Sprüche gerissen werden. Meine Damen, meine Herren, aber ich sage mal, der Vorsitzende der Freien Wähler will Bayern in Berlin und Brüssel vertreten, irgendwie so wie die CSU, abgesehen davon, dass ihn schon in Berlin keiner versteht und in Brüssel erst recht nicht. Er wird keinen einzigen Abgeordneten in Berlin und in Brüssel haben. Er behauptet, er vertritt die Bauern und den ländlichen Raum. Sein Mann für den Bund und für Europa, der wunderbare Hans-Olaf Henkel, möchte erstens die Fördermittel für die Landwirtschaft streichen. Wie passt denn das zusammen? Und er spielt den Vorkämpfer gegen die Euro-Rettung. Zugleich sagt er, er setzt sich für die Handwerker und für den Mittelstand ein. Er setzt sich für die Bauern ein. Ja, meine Damen und Herren, ich sage, die Bauern mit ihrer Exportlastigkeit können doch ohne den Euro einpacken. Das darf man ja nie vergessen, wenn sie wieder abhängig wären von ständigen Änderungen des Währungskurses mit ihren Waren und mit ihrem Preis. Und meine Damen und Herren, zu den Grünen, da habe ich genügend hier schon immer wieder gesagt, da verweise ich auf meine früheren Aussagen. Und meine Damen und Herren, um uns bewegt sich die Welt. Dieser Dreierverein hat nur einen Vereinszweck, die Macht. Das ist eine Laienspielerschar, die darf man Bayern nicht überlassen. Und viele, meine Damen und Herren, haben diesem Premiumland Bayern ihren großen Anteil. Die innovative bayerische Wirtschaft mit ihren engagierten Beschäftigten, die Kirchen, die Vereine und die Verbände, die Bürgerinnen und Bürger. Jeder weiß, dass die Schönheit und die Attraktivität Bayerns nicht alleine mit der CSU verbunden sind. Das haben wir auch nie behauptet. Aber ein bisschen haben die Identität und der Erfolg eben schon mit der CSU zu tun. Wir tragen nun einmal seit den 50er Jahren die politische Verantwortung in hohem Maße hier in diesem Land. Und das ist auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Wir stehen vor wichtigen Wahlen. Haltet zusammen, setzt euch gemeinsam ein für unser Land, unsere Mitglieder, unsere Kommunalpolitiker, unsere Vertreter im Land, im Bund und in Europa. Tragt das große Erbe der CSU weiter in die Zukunft und arbeiten alle mit, dass Horst Seehofer wie Strauß und ich eine stabile Mehrheit bekommt. Darum kämpfen wir alle und ich bringe auch meinen kleinen Beitrag. Und meine Damen und Herren, Gott mit dir, du Land der Bayern. Mit diesen Worten habe ich im Bayerischen Landtag meine letzte Regierungserklärung gestellt. Und wenn ich sehe, wie Bayern heute alles in allem dasteht, dann geht mir das Herz auf. Wenn ich wieder irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bin, dann geht es mir so wie vielen von euch. Man wird positiv angesprochen auf unser Land, auf die erfolgreichen Firmen, auf die großen Kulturgüter, auf die Sportler. Wir können stolz sein auf unser Land. Und lieber Horst, liebe Freunde, vielleicht oder wahrscheinlich ist das heute meine letzte Rede hier in Passau. Vielleicht ist das hier einer meiner letzten oder die letzte Rede. Deshalb wende ich mich hier von diesem Ort
nochmals an unsere Bürgerinnen und Bürger. Bei allen Problemen, die es immer wieder zu lösen gibt, bitte vergessen Sie nicht, Bayern ist irgendwie ein Anker der Stabilität in Deutschland, auch in Europa. Und meine Damen, meine Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, es ist nicht wurscht, wer regiert. Ich weiß, dass wir leider immer mehr Menschen haben, die nicht zur Wahl gehen. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass wir in der letzten Bundestagswahl, in der vorletzten Bundestagswahl hatten wir über 10 Millionen Nichtwähler. In der letzten Bundestagswahl hatten wir über 18 Millionen Nichtwähler. In der nächsten Bundestagswahl wird prognostiziert von Forsa, es dürften 20 Millionen Menschen sein, die nicht zur Wahl gehen. Das ist etwas, was mich unendlich erregt. Ich glaube, dass wir das auch ein bisschen zu wenig problematisieren. Wir müssen die Menschen erreichen. Und wenn ich heute weiß, dass fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land politisch desinteressiert sind, ist das ein bedenkliches Zeichen. Und die Volksparteien um uns herum in Deutschland, das haben wir in Niedersachsen auch wieder erlebt und in den letzten Landtagswahlen. Die CDU, meine Damen und Herren, hat absolut von einer Wahl zur anderen Stimmen verloren. Die Ausnahme ist die CSU. Und ich will den Menschen nur sagen, mit Desinteresse wird man das Land nicht in eine Zukunft führen können. Deswegen aus vollem Herzen, geht zur Wahl und gebt Horst Seehofer eine stabile Mehrheit und gebt auch Angela Merkel eine stabile Mehrheit, dass die beiden Deutschland und Bayern weiter regieren können. Dafür trete ich ein. Dafür werde ich auch noch oft eintreten und dafür bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei euch. Alles Gute!